Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Ja, eigentlich im Alltagsleben. Heute denke ich, erstellen wir uns mal ein Haustier. Und nein, es wird kein zweibeiniges Haustier. Und zwar, ich kann jetzt hier einfach hingehen und sage einen Sim hinzufügen. Und füge hier ein Tier hinzu. Was haben wir da eigentlich noch? Sim aus der Galerie, Genetikexperimente, okay. Okkulten Sim und neuen Sim. Wir gehen jetzt auf Haustier. Kann ich da eigentlich auf die Art auch meinem Tier, meinem Mischling erstellen? Okay. Wir fügen mal einen Hund hinzu. Hier kommen weg. So, schauen wir doch mal, was haben wir denn an Hunden? Okay, das ist dann so, wie sie sich verhalten. Ach, das ist ja süß. Okay. Kann ich jetzt mit Sicherheit die Rasse irgendwie ändern, oder? Zufällig wählen. Aus der Galerie wählen. Nö, das wollen wir nicht. Greyhound. Ist das der Name? Persönlichkeit. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Hundeweibchen oder Hundemännchen? Machen wir mal einen Rüde. So. Ein Welpe. Fangen wir mit dem Welpen an, oder? So sieht er erwachsen aus. Kann ich hier irgendwie die Rasse wählen? Couch Potato. Hier kommen wir der Sache schon näher. So, was haben wir hier? Okay. Also man sieht, es ändert sich hier ein bisschen im dem Bild. Schauen wir erstmal, was wir für Hunderassen haben. Das ist das Fell, ne? Rasse. Rasse wollen wir. So. Das ist ein afghanischer Windhund. Ein Airedale Terrier. Akita. Die sehen ja süß aus. Der gefällt mir. Der könnte es in die Richtung, könnte das schon was werden, denke ich. Was haben wir noch? Alaskan Malamute. Der ist auch schick. Was haben wir denn noch? American. Australien, was war das? Cattle Dog, okay. Wow. Er macht einfach Häufchen. So, was haben wir denn da für Farben? So, dann haben wir Australian Shepherd. Die sind aber so von der Art her relativ ähnlich, ne? So, ein Basenji. Oh, das ist sowas Kleineres, okay. Ein Beagle. Die sind auch niedlich, aber ich hätte gerne die größeren eher. Die am den kenne ich, den Bedlington Terrier. Also gesehen habe ich sie schon öfters. Ist aber nicht so mein Typ. Das ist ein Berner Sennenhund. Das könnte mir auch gefallen. Ich mag große Hunde. So mittel- bis große Hunde sind eigentlich ganz nett. Bichon Friese. Ja, das ist nicht so meins jetzt. Haben zwar auch was die Kleinen, aber das ist ein Black and Tan Coon Hound. Okay. Russischer schwarzer Terrier. Können wir auch mal anklicken. Ein Bloodhound. Also ein Lütig Coonhound, okay.
ein Buker oder Bocker. Niedlich. Border Collie. Sind auch schöne Hunde, aber sehr nicht so ganz leicht zu handeln, weil es sehr intelligente Hunde sind, die auch wirklich Beschäftigung brauchen. Sonst machen sie Unfug. Oh, das ist nicht so. Diese langgezogenen Gesichter, die mag ich nicht so. Der ist ja auch noch niedlich. Ein Boston Terrier, okay. Haben wir auch in verschiedenen Farben. Sieht fast aus wie eine Katze, so meliert. Eine Dogge, okay. Na. Ne, Boxer. Entschuldigung. Boxer natürlich. Was erzähle ich denn für einen Quark? Ein Epagnolbreiten. Ein Bullterrier, okay. Eine Bulldogge. Bullmastiff. Oh, fressen tun sie auch, okay. Ein Kanan. Cardigan Welsh Corgi. Und er ist niedlich. Chesapeake Bay Retriever. Chihuahua. Die sind natürlich so ganz süß. So Handtaschenhunde. Und Chow Chow. Auch schöne Tiere. Lapcho. Okay. Chukapu. Kenne ich auch nicht. Sagt mir nichts. Cocker Spaniel. Den kennt man natürlich. Ein Collie. Den kennt man natürlich auch. Curly Coated Retriever. Okay. Dackel. Den kennt man natürlich auch. Ein Dalmatiner. Könnte die 101 Dalmatiner spielen, wenn man mehr als 8 Personen im Haushalt haben dürfte. Ein Dingo, okay. Dobermann-Pinscher. Englischer, was war's? Englischer Cocker Spaniel. English Foxhound. English Settler. English Springer. King Charles Spaniel, so rum. Können wir auch noch anklicken. Ach, diese. Oh, hier ist es. Sieht auch verbeult aus. Field Spaniel, die sind auch schöne Hunde. Ja, vielleicht nehmen wir so einen, der gefällt mir. Hat was. Mal vormerken. Foxhound. Französische Bulldogge, das ist auch sowas Kleines, ja. Deutsch Kurzhaar. Deutscher Schäferhund, der darf natürlich nicht fehlen. Deutscher Spitz. Riesenschnauzer, die kennt man natürlich auch. Golden Retriever, das sind ja auch so die klassischen Familienhunde. Golden Doodle. Okay, den kenne ich nicht. Deutsche Dogge, klar. Pyrenäenberghund, okay. Greyhound, ja, das sind so diese ganz leichten. Ist nicht so mein Typ. Harvenser. Okay, das sind auch eher so Islandhund. Oh, die sind natürlich auch schön. Hat was. Irish Red and White Settler. Was haben wir noch? Irish Setter. Irish Terrier. Irischer Wolfshund, okay. Italienisches Windspiel. Jack Russell Terrier, das sind so diese kleinen Kläffer. Wow. Keyshound, okay. Kerry Blue Terrier. Also Terrier sind auch immer ein bisschen schwierig, weil das sind halt richtige Jagdtiere. Oder Jagdhunde. King Charles Spaniel. Labradoodle. Labrador Retriever. Oh. Lassa Apso. Kenne ich überhaupt nicht. Malteser. Mastiff. Okay. Zwergpinscher. Zwergpudel. Was haben wir noch? Zwergschnauzer. Neufundländer. Das ist wieder was. Norwegischer Elchhund. Norwegischer Buhund. Bobtail. Die kennt man auch. Otterhund.
Papillon. Parson Russell Terrier, okay. Pekingese. Ja, auch mal einen ihn gemacht. So, ist Frage Pitbull, okay. Was haben wir noch? Pointer. Klicken wir jetzt gerade mal so ein bisschen durch. Polski, irgendwas. Der Zwergspitz. Nochmal ein Zwergspitz. Pudel. Pudel, Pudel. Portugiesischer Wasserhund. Ein Mops. Die sind natürlich auch niedlich. Ein Pagel. Redbone Coonhund. Hound. Ein Ridgeback. Okay. Rottweiler. Bernhardiner. Die sind natürlich auch riesig. Den kenne ich gar nicht, die Rasse. Schipperkel kenne ich auch nicht. Schnudel. Scottish Terrier. Sharpei. Shetland Shepdog. Also auch ein Schäferhund. Also ein Schafhütehund. So. Shiba Inu. Shih Tzu. Sibirien Husky. Okay. Silky Terrier. Was haben wir noch? Glatthaar Fox Terrier. Okay, die kennt man. Staffordshire Bull Terrier. Mittelschnauzer, Dukai. Wie viel kommen denn da noch? Okay, sind wir gleich durch. Toy Fox Terrier. Wieseler. Weinmaraner. Welsh Springer Spaniel. West Highland Terrier. Wheaton Terrier. Whippet. Drahthaar Fox Terrier. Yorkshire Terrier. Okay. Rassenmischer. Wir könnten noch eine gemischte Rasse nehmen. Oh. Machen wir mal zufällig. Wow. Vielleicht nehmen wir doch einen reinrassigen. Da hatte ich hier... Der war das, ne? Field Spaniel. Der war so schön, genau. Das mag ich so, wenn die Ohren so hängen. Die Rasse nehmen wir. So, Körper. Da können wir, denke ich, den auswählen, oder? Der sieht doch ganz nett aus. Hm. Nehmen wir, glaube ich, die Art, oder? So, Schwänze. Den können wir, glaube ich, sogar so lassen, wie er ist, oder? Das mag ich ja gar nicht. Ah, die Art ist auch nicht schlecht. Eher so oder eher so? Macht man, glaube ich, so, ne? Fellfarbmuster. Da würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mal so viel ändern. Die Farbe gefällt mir nämlich ganz gut. Deswegen würde ich die ganz einfach sogar so lassen. Was haben wir noch? Fell. Ne, das können wir auch so lassen. Da würde ich jetzt auch nichts dran rumschnibbeln wollen. Tierkleidung. Wow. Ein Einhorn. Ich fasse es nicht. Ein Halsband. Halsband ist okay. Was ist denn da der Unterschied? Oder nehmen wir lieber... Wow, das machen wir natürlich weg. Nehmen wir das Halsband mit dem... eine Fliege nehmen wir nicht. Ein Pulli nehmen wir auch nicht. Eine Haifischflosse. Okay. Das lassen wir. Anstrichmodus. Okay. Ah, okay, sowas können wir da machen. Da ändere ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nichts groß dran. Weil er gefällt mir eigentlich ganz gut so, wie er ist.
Und, jo. So. Was haben wir denn? Er ist aktiv, ja. Er ist ein Schnüffler. Unruhestifter. Was haben wir denn noch? Jäger? Nö. Stur, schreckhaft, unabhängig, Vielfraß. Verspielt. Verspielt, treu finde ich schön. Schnüffler, Unruhestifter. Wobei können wir eigentlich auch lassen, ne? Verspielt. Laut. Ne, laut brauchen wir nicht. Freundlich. Sind besonders energiegeladen, das nehmen wir einfach mal. Aber halt als Welpe. Genau. Ist doch süß. Den nehmen wir. So. Ach so. Wie heißt er denn? Romeo. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Romeo. Ja. Und dann können wir den... zum Haushalt dazufügen, oder? Kann ich den jetzt irgendeinem Haushalt zufügen? So, Romeo. Jetzt brauchen wir noch einen Erwachsenen. Machen wir einfach mal einen Sim. Machen wir einfach mal so. Und lassen den nachher umziehen. So. Welten verwalten. Wieso kann ich dir nicht sprechen? Ach so. So, jetzt aber, oder? So, und jetzt müssen wir dann den kleinen Romeo umsiedeln. Nein, 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 nein. Ach so, die müssen noch irgendwo einziehen. Haben wir hier noch ein freies Haus? Nö. $43 kostet das. Lassen wir sie mal gerade in eine Großstadt ziehen. Wo haben wir denn hier was frei? 2 von 3 Einheiten verfügbar. Kostet 20.000. Soll er einziehen? Ach so, wer wohnt denn da? Ja, ja. Zieht mal zusammen. So, dann können wir jetzt nämlich zusehen, dass wir den Romeo einziehen lassen bei uns. So, ja, ja, speichern und zu Welten verwalten gehen.
Haushalte verwalten, genau. So. Sims zwischen Haushalten verschieben. Sanmashuno. Da haben wir den Haushalt. Andere Haushalte. Wo haben wir denn den, der gerade eingezogen ist? Ich muss jetzt den wiederfinden, unseren Romeo. Dass er hier einziehen kann, ne? Sind die Lees? Anzeigen aller Haushalte. Wo haben wir denn den Romeo? Wo ist er hin? Der war doch eben noch da. Ah, guckt euch das mal an. Aber das war ja nicht die, die wir gesucht haben. Dum dum. Wo haben wir denn? Wo haben wir die denn? Hä? Nee, ich will die nicht besuchen. Zurück zu Welten verwalten. Die haben wir doch hier gerade eben. Genau. Romeo. Und den würde ich jetzt gerne umziehen lassen. Probieren wir es mal so. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade ein bisschen dauert. Ich mache sowas nicht oft. So, Welten verwalten. Nur zu Welten verwalten gehen. Bin ich denn jetzt in dem Haushalt hier? Baumodus? Nö. Haushalt ausquartieren. Haushalt verwalten. Sims zwischen Haushalten verschieben. Hundi. So. Meine Haushalte. Genau, hier. Und ihn lassen wir dorthin. Genau, wunderbar. Speichern natürlich.
dann gehen wir da raus und... So. Jetzt sollten wir richtig sein und einen Hund haben. Und dann können wir, denke ich zumindest, ne, dann können wir in der nächsten Folge dann schauen, dass wir ihm ein Zimmerchen machen. So, Lektion Schnüffler. Romeo ist ein Spürhund. Er liebt es, den gesamten Garten abzusuchen und kann beauftragt werden, Dinge zu suchen. Okay. So, herbeirufen, okay. Ruf ihn mal. Bakinja. Wo ist er denn? Da ist das Kind. Wo ist denn der Romeo? Romeo? Ach, da ist er. Na, den holen wir doch mal her. Vorsichtig vorstellen. Ist er nicht süß? Haben wir jetzt zufällig vor der Haustür gefunden. Na, Sir. Leckerchen geben. Leckerchen ist immer gut. Lea hat soeben mit Romeo Bekanntschaft gemacht. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Pluspunkte gesammelt. Freundschaft anbieten. Dann würde ich sagen, hochheben. Der ist doch süß, oder? Oh, Blorid Compipa. Unser Huppler. Oh, unser Romeo. Sorba. Wubba wubba. Mehr Auswahl. Freundlich. Streicheln. Der ist doch total süß. Blorid Compipa. Wappena. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal mit ihm rein. Vampir, Romeo hier absetzen, genau. Und dann würde ich es dann, ja, beenden wir dann auch die Folge. So, ist er nicht niedlich? So, sie muss ihn natürlich auch noch kennenlernen. Auch wenn du pennst. Das muss sein, das geht vor. Der ist total süß. Doch, der gefällt mir. Da haben wir einen kleinen süßen Hundi. Freundlich, ach so, machen wir gerade. Streicheln. Streicheln, nicht furzen. Doch, der gefällt mir. Ist schon ein süßer Fratz. Loben wir ihn mal. Und Marker. Er ist ein kleiner Unruhestifter, genau. Ja, und in diesem Fall sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir dann unseren kleinen Rabauken ja, richtig willkommen heißen, ne? So. Aber erstmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.